Grüne Wände können übrigens auch herrliche Oasen sein, und zwar für verschiedene Tiere. Gleich hinter den Blumenbeeten liegt ein besonderer Lebensraum, die Hauswand. Selbst kahle Wände beherbergen Untermieter, von denen wir oft gar nichts ahnen. Wespen bauen hier ihr Nest und Spinnen lauern auf Beute. Wenn aber Kletterpflanzen die Wand in einen grünen Teppich verwandeln, wird es in unserer unmittelbaren Nähe richtig lebendig. Unter den Blättern finden viele Tiere auch an heißen Sommertagen Schutz und Deckung. Eine Gartenbänderschnecke raspelt hier ein paar Algen ab. Und ein Weberknecht bereitet sich auf die abendliche Jagd vor. Schwebfliegen nutzen die schattigen Blätter zur Rast. Insbesondere eine mit Efeu bewachsene Hausmauer übt einen regelrechten Sog auf Tiere aus, denn Efeu ist eine der letzten Nektarquellen im Jahr. Wenn im Garten nur noch wenige Blumen blühen, beginnt der Efeu erst zu knospen. Die intensiv duftenden Blüten locken dann tausende Schwebfliegen und Bienen an. Die ganze Hauswand summt und brummt an einem herbstlichen Sonnentag. Auch andere Nektarsammler finden sich ein, wie diese Wespe. Und sogar Ameisen besuchen die Blüten, genau wie die große Hornissenschwebfliege. Rotkehlchen, aber auch Fliegenschnepper und der Hausrotschwanz finden im Herbst durch die Blütenbesucher reichlich Nahrung. Und selbst im Winter hat der Efeu den Vögeln etwas zu bieten, dann sind die schwarzen, bitteren Beeren reif. Für uns Menschen sind sie giftig, doch für Amseln und andere Gartenvögel stellen sie im Winter oft die einzige Nahrung dar. Gerade in Innenstädten, wo es für Vögel schwer ist, einen Nistplatz zu finden, bieten grüne Wände Schutz und Sicherheit. Im dichten Efeulaub baut das Amselweibchen ein unauffälliges Nest, außerhalb der Reichweite von Katzen und neugierigen Kindern. Es muss aber nicht unbedingt Efeu sein, auch der schnell wachsende Knöterich bildet gute Verstecke, in diesem Fall für Spatzen. Aus dem Knöterichdschungel werden die Menschen beobachtet, jede Chance wird genutzt. Am Boden wird nur schnell die Beute geschnappt und dann geht's auch gleich zurück in den Schutz der Hauswand. Wer meint, dass ihm aus dem grünen Wandteppich die Tiere durchs Fenster ins Haus krabbeln, muss sich keine Sorgen machen. Spinnen etwa, die ihre Netze zwischen den Blättern bauen, haben gar kein Interesse an kahlen Zimmerecken. Sie lauern lieber draußen zwischen den Blättern des wilden Weins und bauen ihre Netze vor dem Fenster.